Lazarevic. Alter, okay, Flynn hat sich selbst umgebracht. Wir müssen Elena hier rausschaffen. Ich mach den Weg frei. Aber andererseits, dann ist er wenigstens raus, ne? Ja. Ja, das war mir klar. Ich. Ja, ich muss das Ganze auch erstmal verarbeiten, Mensch. Wow. Kommen die denn so durch? Granaten. Wow. Schön, dass ihr euch deckt. Jungs und Mädels. Mädels natürlich, Jungs und Mädels. Schnauze. Verpiss dich! Du kleine Potzer. Du kleine Potzer. Du kleine Potzer. Haha, gleich zwei. Los, nicht stehen bleiben. Okay. Verpiss dich! Na los, du schaffst das. Lol. Vorsicht. Okay, noch ein kleines Stück. Genau so. Warten einen Moment. Kriegen wir so. Hilfe. Piss dich! Arschloch. An eurer Stelle würde ich Abstand halten. Ich meine nur. No Grenades! Scheiße. Verpiss dich! Granate! Okay, Baby. Wir zwei haben jetzt ein Date. Okay, komm jetzt. Na los. Das ging schnell. Das? Ja, genau so. Elena, alles klar? Schrei doch nicht so, die steht direkt neben dir. Na los, hier rüber. Vorsichtig. Schaffst das, ein großer Schritt. Oh, die verblutet okay, doch. Jetzt hier durch. Ich glaube, das war der letzte. Hey. Hey, Elena, wie fühlst du dich? Hm? Nicht gut. Es wird schon wieder. Hey, ich zähle auf dich. Okay. Ihr geht zum Tor. Macht so schnell ihr könnt. Warte, was meinst du? Nein. Nathan, nein. Hör mal, ich muss das beenden. Nein, musst du nicht. Wag dich ja nicht, diesen Blödsinn ganz allein durchzuziehen. Bring sie nur hier weg. Nicht ohne dich. Wenn das Zeug Lazarevic und seine Armee wirklich verwandeln kann. Tu es bitte nicht. Wenn das Harz ihn tatsächlich unbesiegbar macht und ich ihn jetzt nicht aufhalte. Aber das ist Selbstmord. Und du weißt es. Geht jetzt. Geht so weit weg von hier, wie ihr könnt. Okay, kranke Scheiße. Kapitel 26. Der Baum des Lebens. Ey, Scheiße, und jetzt sind wir ganz auf uns allein gestellt. Flynn ist tot, Elena ist am Verbluten, Chloe muss sich um sie kümmern. Was zum Teufel mache ich? Ja, gute Frage. Scheißendreck, das wird ein Krampf, wird das gegen den... Und das Ding ist, der wird sich am Ende verwandeln. Und der wird das Zeug fressen. Der stopft sich davon so viel in die Kehle, dass er davon würgen muss. Der wird uns auseinandernehmen.
Was zum Teufel? Drake? Drake! Er gehört mir! Sorry, Kumpel. Du bist nicht mein Typ. Als ob es das war. Nein. Nein, 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 das ist unmöglich. Ja, das sehe ich. Ciao. Oh, ich muss da hoch. Ey, der nimmt... Das ist doch krank. Also dieses Zeug sorgt dafür, dass man mehr aushält und es heilt Wunden. Du großes, hässliches Viech. Nein! Du willst mich aufhalten! Ja. Kann es sein, dass du mehr Harz ich... Oh, fick die Henne. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, du Arschloch. Dass, wenn ich so mehr Harz zerstöre, wie nur irgend möglich... Dass ihm das so ein bisschen die Energie raubt. Also, dass das quasi die Kraftquelle ist. Ich meine, die Dinger sehen ja auch aus wie Gehirne. Oh, Mist. Mist, 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 Mist. Ey, Scheißendreck. Nein! Ja, ja, ja. Sehr gut. Ja, guck mal, die Wunden. Oh, Scheißendreck. Ja, doch, das klaut ihm Kraft. Das raubt ihm Kraft. Irgendwie. Scheiße. Nein, 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 nein. So, jetzt laufen, 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 laufen. Dreck. Bisher hält es sich in Grenzen. Oder klaut ihm das überhaupt Kraft? Scheißen Dreck, scheißen Dreck, scheißen Dreck, scheiße, 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 scheiße. Ey, Alter, der wirft zwei Granaten auf einmal, der Wichser. Was mit ihm falsch? Schieß doch, du Affe! Oder mache ich was falsch? Weck das hier nach, sag mal! Nee, oder? Ich keine Ahnung. Weiß es doch nicht. Scheiße. Alter, das war so knapp. Schnauze. Ich weiß nicht, ob das, was ich hier tue, richtig ist. Nee, ich glaube, das Zeug wächst nach. Oh,
Ja, doch, diese Explosionen müssen ihn treffen. Ja, okay. There was a sign. Scheiße. Los. Drake. Bist du nicht. Los, komm schon, stirb. Ja, stirb. Schnauze. Jetzt wirft er schon. Alter! WTF, du Schweinebacke! Du Ekelhaften! Ja, ja, nee, guck hier. Also wir drehen uns tatsächlich im Kreis. Als ob der... Aber du bist nicht besser als ich, Drake. Wie viele hast du getötet? Wie viele allein heute? So ist es, Junge. Kein Mitleid, keine Gnade. Du hast... Nein. Du hast nicht den Willen. Ich vielleicht nicht. Die aber schon. So ein Mist. Nicht gut. Ach, hier ist die Brücke. Kapitel 27, gerechte Strafe, würde ich es mal so nennen. Scheißen Dreck, Alter. Jalavenio! Alter. Hier war wohl ein schlechter Architekt am Werk. Ja, doch, doch. Ganz, ganz schlechte Architektur. Ganz, ganz schlimm. Hm. Typisch 17. Jahrhundert. Was hätte ich denn da jetzt machen sollen? Wow. Zu früh gesprungen. Ich hoffe, der Typ ist jetzt auch wirklich tot. Ich gehe mal davon aus, das waren drei Viecher und er war unbewaffnet. Alter, hör auf! Hat das gelappt? Ja, genau. Hä? Ich kann nicht noch schneller sein. Hör auf! Mensch! Was? Hä? Ein Mist. Ja, bitte, wenn die Seite besser ist. Nee, gar nicht wahr. Ach so, das war der Kram. Jetzt geht's erst richtig los. Ciao, Leute! Ich hab noch einen Termin. Oh, Mist, 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 Mist. Hinter dir! Was? Was?
Nein, 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 Na los, Schätzchen. Was hast du da hinten gemacht? Ach, nur die Welt gerettet. Na toll. Okay. Hast du sie? Es dauert so lange. Auf geht's. Es wird alles gut, okay? Alles wird gut, wirklich. Elena, jetzt komm schon. Elena! Komm schon, oh, meine Bemerung, 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 oh, meine Bemerung. Trägler, Schäfer, Kerala, Gabuchigre. 죽지지. Tja, das war ein seltsamer Trip, nicht wahr? Oh ja. Du solltest öfter die Heldin spielen. Das steht dir. Nee. Du, sag mal, Nate. Was? Liebst du sie? Chloe, tut mir leid. Nein, ist okay. Wirklich, ist okay. Tu dir einen Gefallen, Cowboy. Sag's ihr. Chloe. Nein. Ich geh dann mal besser. Aber gib's zu. Mein Arsch wird dir fehlen. Na, wer ist denn da aus dem Bett gekrabbelt? Sie ist ein mieser Patient und verdammt stur. Ich bin nicht stur. Ich bin nur unruhig. Also kein Riesensaphir. Noch einmal nein. Bist du dir da sicher? Ja. Es ist nur eine Metapher, Sunny. Eine Metapher zahlt keine Miete. Ach, irgendwas gibt's doch immer. Hab Vertrauen. Nur davon kann ich mir leider nichts kaufen, Jungchen. wo ist Chloe hin? Bis später. Oh nein. Verbrenn dir nicht die Finger, Sally. Aha. Gut gemacht, Nate. Ihm hätt's gefallen. Ja? Also. Wie geht's jetzt weiter, hm? Ich weiß nicht. So weit habe ich nicht gedacht. Ja, natürlich nicht. Aber dieses Mal habe ich das auch nicht. Gut. Also, auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Angst hattest du um mich? 4. 4? Ja, wieso? Eine 4. Ja. Das war mindestens eine 8. Eine 8? Eine klare 8. Eine 8. Diese Wächterviecher waren eine 8. Du machst doch Witze, ja, oder? Ja, die waren echt schrecklich. Und was ist eine 10? Clowns. Clowns findest du schlimmer als meinen Tod? Ich hasse Clowns. Ich hasse Clowns. Das stimmt nicht. Du dachtest, ich sei tot.
Nein, du dachtest, ich sei tot. Ich wusste, es wird gut. Die sind ganz schön gekullert. Tränen? Mhm. Es hat geregnet. Nein, hat es nicht. Du warst bewusstlos und es hat geregnet. Es war total sonnig und du hast geheult. Es war nicht sonnig und du warst bewusstlos. Egal. Ich hab's doch genau gesehen. Ich weiß es. Ne, vier. Trophäe erhalten, Schatz geborgen. Normal und einfach, alles klar. Die Credits! Das war Uncharted 2 Among Thieves. Ein relativ kurzes Spiel tatsächlich. Wir müssten jetzt bei, oder ich müsste jetzt bei ungefähr 8 Stunden Spielzeit gewesen sein. Ja, was gibt's zum Spiel zu sagen? So leid's mir tut. Rein storytechnisch fand ich's leider nicht besser als den ersten Teil. Grafisch schon, bin ich ganz ehrlich. Es gab ein paar kleine Neuerungen. Wenn Nate an so eine Wand gesprungen ist, hat er das Bein gehoben und hat sich abgestützt oder sich davon weggestoßen. Das war im ersten Teil noch nicht so. Und ich glaube, das ist auch nur im zweiten Teil so. Könnte sein, dass es noch im dritten ist. Aber ich meine mich daran zu erinnern, ich habe ja den vierten Teil gespielt und auch das Spin-Off, The Lost Legacy. Ich meine, da war das nicht so. Das fand ich ganz cool. Man konnte 4 Granaten tragen. Im ersten Teil waren es nur 3. Ja gut, dass das Spiel grafisch besser ist als der zweite, als der erste Teil, klar, ne, natürlich. Und es war halt die Remaster-Version. Was ich loben muss, habe ich schon mal erwähnt, es gab weniger Frustsituationen. Man hing das ein oder andere Mal an einer Stelle, man kam nicht weiter, sei es Rätsel, sei es Kampf, etc. pp. Aber das hat mich nicht gestört. Im Gegenteil. Ich meine, wer frustet schon gerne? Von daher, doch, das ist auf jeden Fall, ein Pluspunkt, auf jeden Fall. Ein ganz klarer Kritikpunkt, müsste ich jetzt überlegen. Ja, wie stark manche Gegner waren. Aber das war im ersten Teil auch schon so. Wer sich zurückerinnert, im ersten Teil, Drakes Schicksal oder Drakes Fortune. Diese Spanier, diese mutierten Spanier in diesem, weiß ich nicht, was das war, Elektrizitätswerk, Kraftwerk, ich weiß es nicht mehr, ist schon ein bisschen her, die haben so viel ausgehalten, die haben so viel eingesteckt, die haben so viel ausgeteilt, das fand ich nicht schön. Wen ich in diesem Teil tatsächlich ein bisschen vermisst habe, ist Sully. Muss ich einfach zugeben. Der gehört dazu. Der gehört zu Uncharted dazu. Ist Fakt. Ist einfach so. Den habe ich ein bisschen vermisst in dem Teil. Ja. Heißt ja nicht, dass er so oft vorkommen muss wie in den anderen Teilen, beziehungsweise im ersten Teil. Aber weiß ich nicht. Den habe ich ein bisschen vermisst, ja. Was ich aber noch zur Story sagen muss, ist, sie war unspannender als die erste. Ja, was heißt als die erste Story? Als der erste Teil. Aber ich fand's simpler und besser zu folgen. Also man konnte der Story gedanklich besser folgen. Das doch, ja. Weil das ist ja wichtig, wenn du nicht weißt, worum es geht. Wenn du nicht, ne? Ja. Achso, apropos, wenn du nicht weißt, worum es geht. Ich weiß nicht, ob ich im ersten Teil da auch so viel gehangen habe, aber ich würde behaupten, hier jetzt im zweiten Teil habe ich öfters gehangen. Nicht unbedingt gleich Frustration, ich habe öfters gehangen, ich wusste nicht, wie es weitergeht so spontan. Ja, doch, das würde ich schon behaupten. Und ansonsten, so, das Schlusslicht. Muss ich sagen, es ist ein sehr simples Spiel, ein sehr simpler Teil.
Ja. Ich kenne leider die Statistiken nicht, ne? Wie den Leuten dieses Spiel hier damals gefallen hat. Aber es würde mich halt leider echt nicht wundern, wenn den Leuten das Spiel zu langweilig war. Zu unspektakulär, zu unspannend. Würde mich echt nicht wundern. Macht es ja nicht zu einem schlechten Spiel. Aber das wäre meine Vermutung. Vielleicht haben die Leute das Spiel auch viel mehr gefeiert als den ersten Teil, aber dann Respekt. Dann, vielleicht haben sie hiermit genau ins Schwarze getroffen, weiß man ja nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich überlege gerade, was man noch so zum Spiel sagen kann, ne? Sonst hätte ich jetzt einfach gesagt, genießen wir die Credits. Aber der Soundtrack macht sich gerade ein bisschen bemerkbar. Und zum Soundtrack, ich weiß nicht, in so einem Adventure-Spiel oder so einem, ja, Survival-Game, sage ich jetzt einfach mal wie Uncharted, da gibt es nie richtig geile Tracks, die richtig für Ohrwurm sorgen, die für, weiß ich nicht, für ein geiles Theme sorgen, so richtig. Es ist halt alles Hintergrundmusik. Der Name ist Programm. Das ist alles, entweder die Musik ist spannend oder beruhigend oder spielt auch mal gar keine Musik und es ist reine Raumkulisse. Sprich, ja, ich sag mal, die Musik der Natur. Also, ich will damit sagen, ich will die Musik nicht loben, aber ich will sie auch nicht schlecht reden. Um Gottes Willen, es ist ein Mittelding. Aber davon ab. Also ich glaube nicht, dass Uncharted so bekannt, so beliebt geworden ist aufgrund der Musik. Also das wäre mir neu. Und wenn, dann nicht durch den ersten und den zweiten Teil. Wie es im dritten Teil aussieht, weiß ich nicht. Das finden wir gemeinsam heraus. Natürlich werde ich auch den dritten Teil spielen, ne? Klar, ne? Ich habe ja die Collection, ne? Die Remaster Collection der ersten drei Teile. Ja. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Oh, die Credits sind vorbei. Mal gucken, was jetzt kommt. Bitte was? Ey, das Spiel ist einfach vorbei? Wow. Okay, krass. Ich hätte mich zumindest noch auf eine Endsequenz gefreut. Irgendwie, ja, wie es jetzt weitergeht. Aber gut, das sehen wir dann im dritten Teil von Uncharted. Ich freue mich drauf, ne? Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei. Ja, und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Antworten, Meinungen in den Kommentaren. Ja, und dann bis zum nächsten Let's Play. Macht's gut. Ciao.